Also es ging um die Frage, wie viel Online-Sein noch normal ist. Wie viel On ist noch normal? Also um die Frage, wann merke ich eigentlich, dass ich zu viel im Internet bin oder ab wann bin ich vielleicht sogar süchtig danach? Wir haben als Einstiegsübung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, aufzuschreiben, wie viele Stunden sie pro Tag im Internet verbringen. Das gestaffelt nach verschiedenen Geräten, nach verschiedenen privaten und beruflichen Nutzungsweisen. Und da kam zum Beispiel bei den jungen Männern raus, wir haben das auch währenddessen noch berechnet, dass sie 8 Stunden am Tag ihrer privaten Zeit durchschnittlich im Internet verbringen. Das ist schon ganz schön viel. Ich als Arzt und Psychotherapeut, der sich ja mit Internetabhängigkeit als Suchterkrankung beschäftigt, weiß aber, die reine Nutzungszeit ist nicht das Entscheidende, sondern wirklich das Suchtverhalten, also dass jemand wirklich die Kontrolle darüber verliert, dass er Entzugserscheinungen kriegt, wenn er nicht online sein kann und dass andere Lebensbereiche wirklich darunter leiden. Das heißt, dass Jugendliche zum Beispiel nicht mehr zur Schule gehen oder das Studium sausen lassen, dass die Freundschaften vernachlässigt werden und dass manchmal sogar der eigene Körper vernachlässigt wird. Also wir erleben das, dass Patienten dann auch richtig verwahrlosen vor dem Computer. Das war, glaube ich, für einige derjenigen, die dann im Workshop waren, auch einigermaßen beeindruckt. Das ist ja etwas, was ich vorher, bevor ich mit diesen Patienten begonnen habe, mich zu beschäftigen, auch nicht glauben konnte. Es ist tatsächlich so, dass häufig eher die Angehörigen ein Gespür dafür kriegen. Das weiß man überhaupt bei Suchterkrankungen. Häufig sind es die Eltern, Freunde, Partnerinnen und Partner, diejenigen, die sagen, hör mal, das ist nicht nur ein Problem, sondern das ist richtig krank, was du da machst. Und die Betroffenen selbst erleben diesen Leidensdruck meistens zu spät. Das heißt, das ist schon ganz gut, sich auch dann ein Stück weit reinreden zu lassen, zu sagen, okay, ich lasse mich mal bei jemandem wie Herrn Tewild, also mir, irgendwie untersuchen, ob ich das habe oder nicht. Und manchmal schicken wir auch Leute nach Hause und sagen, nee, hör mal, das ist noch nicht so weit, pass auf, wir geben dann Tipps, wie man nicht abhängig wird. Aber die meisten, die dann zu uns kommen, die sind wirklich süchtig. Man hat also mittlerweile sogar auch neurobiologisch, also was die Hirnphysiologie angeht, festgestellt, dass dieselben Bereiche im Gehirn angesprochen werden von dem, was im Internet abhängig macht. Also von den Online-Spielen, von Cybersex, von sozialen Netzwerken. Dass das Belohnungssystem angesprochen wird, wie bei der Alkoholabhängigkeit, und dass es dazu so Suchtschleifen kommt oder Teufelskreisen, wie wir auch sagen würden. Das hat man mittlerweile schon ganz gut nachweisen können. Vom Internet sind wir insofern abhängig, als dass wir sagen, das gehört zu unserer Gesellschaft dazu, das ist ja auch in Ordnung. Vom Internet abhängig sind vor allen Dingen eben die exzessiven Nutzer von Online-Spielen, von sozialen Netzwerken, von Pornografie, ein bisschen auch von Online-Shopping und von Glücksspielen online. Und dann geht es in der Therapie darum, dass sie davon im besten Fall abstinent werden oder das kontrolliert nutzen lernen. Aber genauso wichtig ist es dann in der Behandlung auch zu schauen, was fange ich denn mit der ganzen Zeit an? Also wenn ich 10, 12 Stunden am Tag Online-Spiele gespielt habe, über Jahre hinweg, dann entsteht ein unheimliches Vakuum, wenn ich das nicht mehr mache. Das heißt, es geht dann darum, die analoge Welt und dortige Spielräume wieder zu entdecken und zu erschließen, wieder Kontakt zu alten Freunden aufzunehmen, wieder Sport zu machen, sich um den eigenen Körper zu kümmern und zu sagen, hey, ich existiere auch als analoge Person und das muss ich mal wieder pflegen. Wir haben erst gedacht, soziale Netzwerke machen nicht abhängig. Wir haben erst gedacht, auch die Smartphones spielen keine große Rolle, was die Abhängigkeit angeht. Das hat sich stark verändert, weil die Entwicklung von Smartphones und von sozialen Netzwerken ist eng miteinander verbunden. Und dadurch kommen nochmal ganz andere Internetabhängige zu uns. Und es sieht so aus, als würden zunehmend auch junge Frauen abhängig werden. Am Anfang waren es hauptsächlich die Online-Spiel-abhängigen jungen Männer. Wenn man das Gefühl hat, dass ein Angehöriger abhängig ist oder abhängig sein könnte, dann macht es Sinn, mit demjenigen oder derjenigen zum Beispiel zu einer Suchtberatungsstelle zu gehen. Die gibt es von der Caritas, von der Diakonie, aber auch von den Kommunen manchmal. Und die sind mittlerweile auch spezialisiert auf Verhaltenssüchte wie die Internetabhängigkeit. Die können erstmal eine Diagnostik machen, erstmal rausfinden, hat er das oder hat sie das oder hat sie das nicht. Und dann auch die Frage zu klären, was ist jetzt zu tun. Dann gibt es Kliniken, Ambulanzen wie bei uns, die wirklich auch eine Behandlung im engeren Sinne anbieten.